ihr Lieben. Ja, gerade lädt noch mein Action-Video, was ihr als erstes seht. Und dann seht ihr das Video. Und im Action-Video habe ich erwähnt, dass ich mit diesem Draht hier schon etwas vorhabe. Und was, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar habe ich mittlerweile zum Lesen eine Brille. Und zwar diese. Genau, die ist auch nicht besonders stark, aber ich brauche sie einfach zum Lesen. Und zum Autofahren brauche ich unbedingt eine Sonnenbrille, weil ja, ich von Kindheit an Migräne habe und dann immer das Problem habe, dass wenn zu viel Licht ist und die Migräne jetzt irgendwie so langsam anfängt, dann kann ich nicht mehr fahren, dann kann ich nicht mehr gucken, weil das Licht einfach so stark im Auge ist. Ja, dass ich dann einfach nicht weiterfahren kann. Und deswegen brauchte ich unbedingt eine Sonnenbrille. Ja, und weil ich halt gemerkt habe, dass meine Augen auch ein bisschen schlechter geworden sind, habe ich gedacht, okay, komm, kombiniere das gleich, geh zum Optiker, hol dir was Vernünftiges und habe dann meine Augen eben testen lassen und habe mir dann eben diese Lesebrille machen lassen. Genau. Ja, und mein Problem war halt folgendes. Immer wenn ich lese, ich kann mit dieser Brille, wenn ich die so aufhab, wunderbar in die, also diese kurzen Sachen kann ich super lesen. Ich kann mit dieser Brille auch weiter weg gucken und auch weiter weg sehen. Das Problem ist aber, dass wenn ich weggucke und dann es weiter halt weg wird, ich immer gleich bemerke, dass meine Augen sich so ein bisschen umstellen. Und das möchte ich nicht, weil ich denke, dass das meinen Augen schadet. Wenn ich dann dort auch diese Sehstärke habe, die ich ja eigentlich nur vorne brauche. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, was machst du da mit der Brille in der Zeit? Und ich habe sie dann immer hier oben hochgeschoben. Und da habe ich jetzt aber das Problem, dass die Bügel hier oben am Kopf dann drücken und davon bekomme ich Kopfschmerzen. Genau, und um das zu umgehen, habe ich mir etwas gebastelt. Und was das ist, das zeige ich euch da unten. Ich mache mal die Kamera hier einmal aus. Genau, und hier seht ihr schon, ich habe mir eine Brillenkette gebastelt. Ich habe ein Video dazu gemacht, wie ich diese Brillenketten, ich habe nämlich zwei gemacht, einmal hier für die und einmal eine für die. Ich habe ein Video dazu gemacht, wie ich das gemacht habe, aber das war super viel Fummelkram, super viel finigrane, kleine Sachen. Und ich habe dann schlauerweise immer hier vorne ganz nah geguckt, was ich denn machen muss. Also hier so, da wo ihr es nämlich nicht seht. Und ja, habe halt nicht zwischendurch mal hochgeguckt auf meine Kamera, ob ihr überhaupt im Bild seid. Es war jetzt nicht die ganze Zeit so, also es gibt auch Stellen, wo man es ganz gut sieht. Aber ja, ich wollte jetzt nicht... das Video geht in anderthalb oder fast zwei Stunden und ich habe das Material raussuchen schon über eine halbe Stunde im Schnelldurchlauf quasi übersprungen und trotzdem war das Video noch so lang und das möchte ich euch nicht zumuten. Ihr findet auch andere Anleitungsvideos bei YouTube, wie ihr solche Brillenketten selber machen könnt. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Varianten gemacht und einmal habe ich mir mit so einer feinen Goldkette die Perlen direkt da drauf gezogen. Also als erstes eine Quetschperle, damit ich oben das stoppen kann und dann eben die Perlen, die ich haben wollte, dann einen Bindungsring und jetzt kommt das, was bei den anderen halt nicht ist und zwar nehmen die anderen für ihre Brillenketten immer solche Bindungsringe, die habe ich hier mal bei Aldi gekauft. Das ist so ein Packen, da sind ganz viele verschiedene Größen von Ringen halt drin. Und ich habe mir hier, ich habe mir hier für diese Kette hier, habe ich so einen Ring verwendet. Das geht auch ganz gut, ehrlich gesagt. Farblich fand ich aber, dass die schwarzen manchmal eben nicht so toll passen. Und genau aus dem Grund habe ich mir hier ein bisschen abgeholfen und habe mir hier ein
Haargummi. Ein schmales Haargummi. Ich mache mal gerade die andere Lampe an, fällt mir gerade ein. Da könntet ihr auch ein bisschen mehr sehen. So, und hier erkennt ihr vielleicht, ist dieser Draht, den ich vom Action gekauft habe und verwenden wollte. Und den habe ich dann da, das war wirklich fummelig, das da drum zu wickeln, dass es auch einigermaßen aussieht und dass man sich vor allem nicht in die Finger piekt. Ich habe mir nämlich hier einmal voll in den Finger gestochen, das hat auch sofort geblutet. Ja, dass man das einigermaßen vernünftig hinkriegt, das war ziemlich fummelig, aber es ging auf jeden Fall. So, und das war eigentlich schon der einzige Clou, was ich hier anders gemacht habe, weil, wie gesagt, ich diese schwarzen hier jetzt nicht passend zu fand und meine Klamotten ja auch zu 99,9% nicht schwarz sind, sondern halt immer in den Farben, wie jetzt hier auch meine Brille ist, nämlich in diesem Blau und Rosa oder ja, noch ein bisschen hellerem Rosa eigentlich, aber zumindest so ungefähr diese Farben trage ich ja viel und deswegen habe ich mir auch diese Brille ausgesucht. Genau. Und da habe ich mir jetzt halt diese Kette dran gemacht, dass ich mir die halt immer um den Hals fallen lassen kann dann und brauche dann nicht jedes Mal ja, die oben in den Kopf stecken und kriege dann Kopfschmerzen. Wobei ich die Brille ja gar nicht so viel benutze, dadurch, dass sie nur zum Lesen gedacht ist. Bei der hier habe ich eine relativ grobe Kette benutzt. Das sind Sachen, die habe ich irgendwann von Doreen Beats mal gekauft. Und hier hatte ich in einem Perlenset, fragt mich nicht, wo ich die gekauft habe. Ich habe keine Ahnung, das steht auch nicht drauf. Genau, die hatte ich mir mal gekauft und da ist oben so ein Set mit dabei. Und da habe ich dann dieses Gummiband genommen. Und ihr seht, das ist hier sehr elastisch und das ist auch gut so, dass die nämlich nicht so nachgibt. Und habe das dann einmal hier an dieser Kette richtig gut verknotet. Oh, ich bin außer Übung, Leute. Ja, einigermaßen könnt ihr es, glaube ich, erkennen oder auch nicht. Also da sind ganz, ganz viele Knoten auf jeden Fall. So 4, 5 Knoten habe ich da jedes Mal gemacht. Und ja, das gleiche auch hier unten nochmal und auch so ein Stück, ah, da sieht es besser, und dann auch so ein Stück freigelassen. Ja, und hier habe ich es dann so gemacht, dass ich keine Quetschperle dazwischen gemacht habe, sondern das darf sich hier ruhig frei bewegen. Und dadurch sieht es halt so ein bisschen unsichtbar aus. Ja, und ich gehe noch mal kurz auf meinen Monitor und dann zeige ich euch noch mal kurz, also auf meine Kamera, zeige euch noch mal kurz, wie es dann angezogen aussieht. So, das ist einmal die Sonnenbrille und machen wir das Kettchen mal um. Und wie ihr seht, sieht man dann eigentlich, also die Brille ist ein bisschen zu, fast ein bisschen zu groß für meinen Kopf, aber das ist bei mir leider das Problem, dass bei mir, dieses Spiegelverkehrte macht mich wahnsinnig, ne? Ich weiß auch nicht, warum die gerade so schräg aussieht. Normalerweise sitzt die super. Mein Kopf ist halt sehr klein und ich habe immer das Problem, dass Brillen bei mir einfach so groß aussehen. Ja, und ihr seht, die Dinger, die verschwinden hier eigentlich schon jetzt in meinen Haaren sowieso. Aber wenn ich mir, warte mal, ich mache es nochmal einmal runter. Mach mir mal ganz kurz mein Haargummi, was hier rumfliegt, rein. Mach mir mal meinen schönen Hausmütterchen-Dutt so. Und dann sieht man es nämlich besser. So, dass es dann hier so rumhängt. Ja, ich habe hier die Bänder unterschiedlich lang gehabt. Das stört mich jetzt persönlich nicht. Ja, da hängt es dann auf einer Seite halt höher. Also hier sieht es halt nicht so schön aus wie auf der Seite, weil sie da halt wirklich so in der Luft hängen und hier liegen sie halt auf. Ja, vielleicht kürze ich mir das noch mal. Da muss ich mal gucken. Das weiß ich noch nicht. So wichtig finde ich es nicht, weil es ist ja eigentlich wirklich nur fürs Auto, dass ich halt die Brille immer schnell griffbereit habe. So, und mit meiner Haargummi-Variante auch einmal zack, umhängen, nicht immer und so hängen bleiben. So, und dann sieht das Ganze halt in etwa so aus. Warte mal, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Doch, passt eigentlich alles. So.
Ja, so sieht das dann hier aus. Hier steht das Gummi so ein bisschen ab. Da muss ich da, so, da muss ich mal gucken, wie ich das, ob das so sein muss. Da sieht es ein bisschen schöner aus. Da legt es sich so ein bisschen hinter das Ohr. Da muss ich das hier einfach auch mal hinter das Ohr legen. So. Genau. Okay. Verschwinden sogar komplett hinter den Ohren oder man legt es halt nach vorne und da muss ich dann da noch mal so ein bisschen dran rumziehen und dann hängen die nach unten. So, das sind ja meine Haare. Katastrophe hier heute. Also beide Videos, wo ich das zeigen wollte, irgendwie eine Katastrophe. Aber so sieht es dann aus. So sollte es aussehen eigentlich, dass die Dinger halt hier nach unten hängen. Und dann, also ich finde, hier die Haargummis fallen halt viel weniger auf als diese schwarzen Teile von der Sonnenbrille. Wobei bei der Sonnenbrille geht es, weil die Sonnenbrille ja selber auch eigentlich schwarz ist. Deswegen ist es, finde ich, bei der Sonnenbrille gar nicht so schlimm. Ja, und auch da seht ihr, stehen die bei mir hier nach oben. Man kann die dann nach unten drehen. Also so rumdrehen. Dann stehen die halt nicht mehr ab, sondern liegen dann halt nach unten an. So, und verschwinden dann halt auch hinter den Ohren, so wie es sein soll. Und hier hängen meine Pärchen. Ja, ich finde das ganz super. Und weil ich das so cool fand, habe ich mir dann schnell, ganz schnell, wirklich in der ganz schnellen Variante noch eine gemacht, die jetzt aber an keine Brille angebaut ist. Da gehe ich noch mal kurz auf die anderen Monitor, so auf die andere Kamera. Und zwar habe ich mir hier einfach so eine Verbindungsteile, auch an diese, wie diese hier, so eine feine goldene Kette oder die gleiche sogar. Und habe mir dann hier einfach zwei Verbindungsstücke gemacht, weil die habe ich nämlich in der Tüte entdeckt, als ich aufgeräumt habe. Und habe gedacht, boah, cool. Und habe mir dann hier, habe mir das über die Brille gezogen und habe dann halt den Draht wieder dran festgemacht. Und da habe ich mich dann übrigens auch verletzt. Genau. Ja, finde ich auch total schick und ganz edel. Hätte ich auch schöner gefunden mit so einem hellen Haargummi, aber ich habe leider keine mehr. Die sind alle, das sind nämlich so ganz kleine Größen gewesen, die ich eigentlich nie benutze. Und da habe ich gerade alle meinen Freunden geschenkt. Also meiner Freundin, die hat halt drei kleine Kinder und zwei davon sind Mädels und die können ja Haargummis immer gebrauchen und die haben halt so ganz dünne, feine Haare. Und da klappt das gut. Also hier habe ich es, wie gesagt, auch mir ganz, ganz einfach gemacht. Ich habe mir die Kette abgeschnitten in der Länge, die ich sie haben wollte. Habe mir hier einen Bindungsring dran gemacht. Habe dieses Verbindungsteil dran gemacht. Wieder eine, na, sag doch, wieder so eine, eben gerade habe ich es doch gesagt, gibt es denn sowas? So einen Ring halt drum gemacht und dann das Teil über die Brille gezogen und dann eben mit dem Draht umwickelt. Ja, und das gleiche halt auch nochmal auf der anderen Seite. Hier wieder so ein Ring, das Verbindungsteil, Ring und Draht. Fertig. Genau, und das war's. So einfach. Und das ging echt super, super schnell. Also wer mal so eine ganz schnelle Variante sich machen möchte, braucht man auch nicht viele Sachen für. Und zack, hat man eine wirklich edle Kette. Ich würde aber echt mal, ich werde mich mal im Internet oder so umgucken, ob man nicht irgendwo cremefarbene Gummiringe kriegt oder auf jeden Fall hellere oder von mir aus auch durchsichtige, ist ja Wumpe, nur diese schwarzen finde ich für mich persönlich halt nicht so schön. Wenn ihr sowieso viel schwarz tragt oder schwarze Sachen habt, dann ist es bei euch ja wurscht egal. Ja, bei der finde ich es echt witzig, weil es hier so unsichtbar aussieht, aber ihr seht es halt, ne, wie ich mache das nochmal so runter, dann sieht man es noch besser. Ja, wie unterschiedlich das halt ist, ne? Wie lang da die Dings ist. Also ich bin am Überlegen, ob ich es hier nochmal ein Stück kürze, dass es so ungefähr gleich ist. Aber naja, da schaue ich mal. Wie gesagt, bisher ist es mir nicht so wichtig, weil es halt wirklich nur fürs Auto gedacht ist und da guckt eh keiner so wirklich hin. Ja, und die finde ich wirklich gut gelungen. Es war ein Riesendrama, vor allem mit diesen Perlen hier, weil da waren nämlich die Löcher nicht groß genug bei den ersten hier und bei dem letzten. Und dann habe ich mit meinem Dremel mir die Löcher ja, ein bisschen vergrößert und dann ging das aber auch.
Also wenn ihr das auf eine Kette aufzieht, achtet darauf, dass ihr eben Perlen mit breiteren Löchern nehmt. Und bei solchen Bändern, solchen vorgefertigten Dingern hier, da könnt ihr dann auch ganz feine nehmen. Okay, ja, ihr Lieben, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, wenn ihr dieses Chaos-Video, was ziemlich lang ist, sehen wollt, wo ich dann genauer zeige, wie ich es bastle, oder wenn ihr halt Bock habt, selber eine zu machen und Lust habt, mir dabei zuzuhören, zu gucken, wie ich meine mache und dann nebenbei halt eure eigene machen wollt, sagt mir Bescheid, dann schneide ich es fertig zu Ende und lade es hoch. Ich habe nämlich jetzt beim Schneiden aufgegeben, weil es mir einfach zu langwierig war. Ich kann mich aber noch mal anmachen und meine Haare mal wieder aufmachen. Ich bin ja nicht am Putzen, ne? Genau, so. Haare wieder nach vorn. Und ja, dann verabschiede ich mich eigentlich auch schon. Das war's nämlich. Viel mehr gibt es jetzt zu dem Video hier nicht zu sagen. Wie gesagt, wollt ihr da die lange Version sehen, wie ich es bastle, dann sagt mir Bescheid, dann werde ich es noch reinstellen. Ansonsten lasse ich es halt. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet eine kleine Anregung und ich werde euch mal unten auf jeden Fall auch ein Video verlinken, wo ihr dann seht, wie andere das mit ihren Ketten so gemacht haben. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, habt euch wohl und bis bald.